Warum können Pferde gefährlich oder auch unberechenbar werden? Weil sie Fluchttiere sind? Ich sag nein, nicht deshalb. Ich bin Alexandra König und alles, was ich Pferden heute anbiete, ist ein Gespräch. Echtes Zuhören und ein Verständnis für ihre Wahrnehmung, ihr Empfinden und ihre Sprache. Pferde sind voller Neugier. Und geht man über all ihre Kommunikationsebenen auf sie ein, dann möchte ich behaupten, kann ein Pferd ein sicherer und vor allem berechenbarer Begleiter sein, ohne ihn dafür unterordnen zu müssen. Heute möchte ich Ihnen gerne ein Pferd mit gefährlichen und problematischen Verhaltensweisen vorstellen und dabei vor allem auf die Ursachen eingehen, wie es zu solchen Problemen kommen kann. Menschen, die zu Cheehorsing finden, suchen friedliche Beziehungswege, die grundsätzlich für ein sicheres und gesundes Fundament sorgen. Diese Herangehensweise hat erstmal nichts zu tun mit einem täglichen Training und der Ausbildung eines Pferdes im herkömmlichen Sinn. Ich übersetze all denen, die einen ganzheitlichen Blick über den Tellerrand hinauswagen, welche Botschaft hinter sämtlich angezeigten Verhaltensweisen stecken können, ohne es dem Pferd einfacherweise mit flegelhaftem Verhalten zuzuschreiben. Denn Wachstum und Entwicklung voller Wahrheit brauchen vor allem in diesen Zeiten ein Reflektieren mit uns selbst. Du bist auch schon vorsichtig, ha? Haben bei dir auch schon Bomben aus dem Boden raus, ha? Haben wir auch schon die Bomben aus dem Boden raus. Ja, aber hier gibt es keine. Sind im Chiemgau gibt es keine Bomben am Boden. Ja, da ist das eben. Da kommen Hexen frisch. Ja. Super. In dem Überschuss verschiedener Pferdephilosophien und Umgangsmethoden finden sich heute viele Pferdefreunde nicht mehr zurecht. Was ist richtig und was falsch? Jeder versteht unter natürlichem Umgang, Respekt oder Freundschaft etwas anderes. Auch ich kann es nicht für andere wissen, nur für mich. Und es ist gut, dass es so vielerlei Herangehensweisen gibt. Jeder darf seinen beliebigen Umgangston mit seinem Pferd finden und pflegen. Wenn Sie sich an Ihrem Bauchgefühl orientieren, dann werden Sie sicher zu dem für Sie passenden Pferdeumgang finden. Und damit auch erfolgreich und zufrieden sein. Mein Fühlen hat mich förmlich dazu gezwungen, die Sprache und Psyche der Pferde zu studieren, bevor ich vor 15 Jahren plötzlich in all meinen bisher erlernten Umgangsmethoden nur noch Unsicherheit oder Ablehnung verspürte. Heute interessieren mich nur noch die Gesetze von Ursache und Wirkung in allem, was Leben bedeutet. Das ist Heraldo. Man möchte es kaum glauben, aber die Vorbesitzerin dieses wunderschönen 16-jährigen PRE hat ihren Freund mit einem weinenden Herzen an mich abgegeben. In der Hoffnung, dass er von mir endlich verstanden wird und damit vielleicht eine letzte Chance erhält, seine ständig anhaltenden tiefen Ängste zu verlieren und seine lebensgefährlichen Ausbrüche abzulegen. Heraldo hat bereits verschiedenste Methoden und Menschen hinter sich gelassen. Seit Jahren konnte man ihn nicht mehr in eine Herde eingliedern, weil er durch sein panisches Verhalten, wie man mir schilderte, extrem unterdrückt und gejagt wurde. Auch alleine konnte das Pferd keine Ruhe finden und nichts half, um dem Wallach seine Ängste zu nehmen. Geschlossene Räume wären dabei ein weiteres großes Problem gewesen. Hier in Dorf Reit konnte ich Heraldo tagsüber mit einem anderen verhaltensgestörten Neuankömmling zusammenstellen. Soberano ist auch ein PRE, der ebenfalls erst ankam und in sich verschwunden war. Somit konnte dieser weiße Wallach, Heraldo, erstmal nicht gefährlich werden. Das Gegenteil war der Fall. Wo zwei Opfer aufeinandertreffen, bildet sich mit den ungeheilten Störungen immer wieder ein Täter heraus und eine neue Opfer-Täter-Symbiose entsteht. Aber darüber berichte ich an anderer Stelle,
Dies würde hier den Rahmen sprengen. In meinen Webinaren kläre ich ausführlich unter anderem über solche Zusammenhänge von Pferd-Mensch und Pferd-Pferd-Parallelitäten auf. Um sich vom Menschen zu befreien, hat Heraldo schon vor Jahren eine besonders gefährliche Strategie entwickelt. In einem Überraschungsmoment explosionsartig zur Seite wegstürmen. Er zeigte dieses Verhalten gleich beim ersten gemeinsamen Koppelgang mit seinem neuen Freund. Der weiße Wallach ist aber so in sich geschlossen, dass es völlig an ihm vorüberzieht. In diesem Fall ist genau das für Heraldo eine große Unterstützung. So finden und stützen sich auch in der Welt oft Menschen in einer Opferhaltung, tun sich gut und gehen einen Pakt ein. Während Heraldo durch seine Unruhe Soberano permanent bewegte, konnte dieser nicht in seiner inneren Kammer bleiben oder stundenlang koppen. Mitleid wäre hier das falsche Zutun. Das Wegstürmen, das Heraldo für den Menschen so gefährlich machte, befreite Heraldo wohl kurzfristig aus so mancher zwanghaften Situation. Wenn Ausweich- und Fluchtstrategien dann auch ohne die Anwesenheit eines Menschen zum Programm eines Pferdes werden, dann hat das Pferd bereits die innere Phase der Hilflosigkeit überwunden und es ist wahrhaft höchste Vorsicht geboten. Hier eines der ersten Zusammentreffen nach 4 Wochen mit mir und dem Wallach am Reitplatz. Heraldo fängt sofort an, mich an dem von ihm erkannten Arbeitsplatz auf das in Vergangenheit Erlebte neu zu testen. Wer bin ich und wie reagiere ich auf seine in der Not entstandenen strategisch entwickelten Ausweichkonzepte? Wenn ein Pferd in der Hilflosigkeit einer Trainingseinheit ausharren muss, weil es zum Beispiel nicht flüchten kann, es aber nichts, was es in dieser Zeitspanne erlebt, verstehen kann, dann entstehen tiefe Ängste. Die nächste Stufe ist dann eben ein verzweifeltes Suchen nach Auswegen. Das allein ist die Ursache und Entstehung der Gefährlichkeit eines Pferdes. In den ersten 4 Wochen betrete ich keinen Reitplatz und nehme so ein Pferd nicht ans Halfter. Ich bereite Zugangswege zur Koppel oder in einen anderen Stall dementsprechend vor, sodass das Pferd wieder lernt, dem Menschen folgen zu müssen, dabei aber nicht geführt oder berührt werden muss. Der Versuch, Heraldo nur ein Halsseil über den Kopf zu streifen, stieß bei ihm nach 4 Wochen immer noch auf größte Ablehnung und der Verknüpfung mit alter Angst. Beim Betreten seines Offenstalls ging das Pferd innerlich lange auf höchste Alarmbereitschaft. Anfangs durfte er keine meiner Bewegungen aus den Augen verlieren. Allein dies erzählt die Geschichte, dass sich dieses Pferd auf engem Raum mehrmals vom Menschen bedroht fühlte. Es stuft den Menschen dann als unberechenbar ein. Schau, wie gut du das machst. Schau, wie toll du das machst. So toll machst du das. So toll machst du das. Siehst du? Gut gemacht. Schau mal. Schau mal. Da ist ja was los, gell?
Sein Stall zeigte morgens deutlich, wie er seine Nächte verbrachte. Abends noch dick eingestreut, blieb bis morgens trotz der Bereitstellung von viel Heu in den ersten 4 Wochen kaum ein Strohhalm an seinem Platz übrig. Er trampelte mit seiner Unruhe die eigenen Pferdeäpfel und das verbleibende Stroh zu Brei. Mein tägliches Versorgen mit Futter und meine Bewegungen, Schritte mit einer ganz achtsamen Körpersprache bringen ein Pferd nach einer Weile aber wieder dazu, neu über den Menschen nachzusinnen und somit auch dem Ort langsam wieder zu vertrauen. Mit einem öfteren Wechsel seines Offenstalls konnte sich Geraldo hier nicht in seiner Angst einrichten, gerade wenn diese schon über Jahre besteht und man es vorher mit nichts abstellen konnte. Wenn das Pferd sich nun wieder in eine Box oder einen neuen Platz gewöhnt, bleibt die Angst erhalten. Er musste hier durch den Wechsel erstmal hellwach bleiben und seine Ängste jeden Tag aufs Neue ganz ohne Druck überwinden und den Rahmen der neuen Sicherheit, den ich ihm anbot, erkennen. Mit dieser Kombination kommt er wieder in Verbindung mit seinem Ursprung. Er muss selbst täglich wieder eigene Entscheidungen treffen. So bekommt er eine neue Möglichkeit, einen Zugang zu seinen Stärken zu finden. Jeder muss natürlich seine Auflösungskonzepte für solche Probleme selbst wählen. Die Zeit, die Geraldo hier bekommt, meine Berechenbarkeit und Beständigkeit in friedlichster Absicht zu erleben, bilden ein neues Fundament. Mit nichts anderem auf der Welt kann ich Pferde schneller und tiefgehender rehabilitieren und ihnen ihre Würde zurückgeben. Es bedarf lediglich echter Kommunikation. Seine letzte Besitzerin hat Geraldo durch sein Wegstürmen 2-mal schwer verletzt. Einmal vom Boden aus und einmal durch diese immer unvorhersehbare Explosion vom Sattel herunterstürzend. Viele andere Male konnte sie rechtzeitig einem Zusammenstoß ausweichen. Ihr letzter Versuch, mit professioneller Hilfe über längere Zeit das Pferd mit Horsemanship für den Menschen endlich sicher zu machen, half dem Verhalten ein wenig entgegen. Man erklärte ihr aber, dieses Pferd sei wirklich verrückt. Unberechenbar und ängstlich blieb Geraldo trotz langfristigem und täglichem Gewöhnungstraining. Für manche Pferde sind genau darin keine dauerhaften und verlässlichen Lösungen zu finden. Sie passen dann eben auch nicht zu der Entwicklung seines Besitzers. Schlägt hier unsere Seele die erste Brücke nach außen als Zeichen für unser fehlgeleitetes irdisches Verhalten? Ein Pferd, solange es noch innerlich stark ist, wird sich immer wieder seiner Natur entsprechend von seinen Instinkten leiten lassen. Nach 3 Jahren hatte Geraldos Besitzerin keine Kraft mehr, jemals an seine Genesung zu glauben. Was alles macht ein Pferd mit einem ursprünglich grundedlem Wesen, wie ich es in Geraldo erkennen kann, nur so unberechenbar? Schon in den ersten Tagen konnte ich in seinen Ängsten und Bedürfnissen
und seinen gleichzeitig chaotischen Positionierungen mir gegenüber die Ursachen entnehmen, um die es sich bei diesem Pferd handelte. Körper und Geist sind beim Pferd immer authentisch und daher ist es für mich sehr einfach, dort alles herauszulesen. Heraldo fühlte sich von vorangegangener, tiefer Zuwendung, Streicheleinheiten, emotionaler Hingabe und latenter Fürsorge seiner letzten Menschen sehr angezogen. Für Heraldo entstand eine ähnliche Art Mutter-Fohlenbindung. Diese bestimmt gut gemeinte Zuwendung dient aber eher den Bedürfnissen der Menschen, nicht einem persönlichkeitsstarken Pferd, der noch dazu lange Hengst war wie Heraldo. Denn dies hat seinem Wesen entsprechend in ihm einerseits große Ängste und Hilflosigkeit hervorgerufen und andererseits Übergriffigkeit und Dominanz gefördert. Sein Verhalten spaltet sich dann permanent vom Fohlen zum Hengst. Zweitere Rolle überfordert das Pferd aber, weil genau gegen diese Rolle dann entgegengewirkt wurde. Welche Auswirkungen das langfristig hat, war sicher niemandem bewusst. Die Menschen, so meine Erfahrung, handeln meist mit bester Absicht. Sie erkennen die Zusammenhänge nicht. Man griff bei ihm, trotz der tiefen Liebe, zu starken Unterordnungsmethoden. So versuchte man Heraldos, wie man mir auch sagte, respektlosem und frechem Hengstverhalten mit mehr Dominanz und Desensibilisierungstraining Manieren beizubringen. Heraldo musste viel am Halfter trainiert worden sein. Unter Zwang, dem ständigen Wechsel von Druck bekommen, diesem ausweichen zu müssen und dann aber trotzdem sofort wieder auf Begrenzung des Strickes an den Menschen gebunden zu bleiben, empfand dieses Pferd als zerstörerisch. Auch diese Geschichte entnehme ich seiner von Anfang an permanent auf Alarm gestellten Körpersprache am Reitplatz oder im Stall und dem Befürchten jeglicher Berührung und einem Festhalten in der Bewegung. Obwohl so ein Pferd dann gar kein Halfter mehr dran hat, reagiert es so, als würde der Mensch immer noch die Macht und Kontrolle über seinen Kopf und seinen Körper haben. Etwas, was viele Laien heute nicht wissen, geschweige denn erkennen und dies dann fälschlicherweise als Zuneigung des Pferdes deuten, wenn das Pferd ihnen folgt oder um sie herumtanzt. In Heraldos Fall war genau das am gefährlichsten geworden. Er ist am Kopf so empfindsam und gleichzeitig aber auch dominant in seinem Wesen, so dass er mit seiner distanzlosen Aufdringlichkeit seinen Menschen ebenfalls unter Kontrolle halten wollte, um keinen Schmerz mehr am Halfter erleiden zu müssen. Methoden, die am Halfter durchgedrückt werden, in denen ein sensibles Pferd nicht fliehen darf, wenn es etwas nicht aushalten oder verstehen kann, führen erst zu tiefster Angst im Pferd und in der weiteren Folge dann zu einer Abstumpfung seiner natürlichen Kommunikationsbereitschaft. In der nächsten Stufe kommt es dann von Seiten des Pferdes zur inneren Ablehnung der Führungskonzepte des Menschen.
Nur wenn es sich konsequent darin seinem Menschen nicht erwehren kann, aufgibt und mit einer Unterordnung einverstanden ist, wird ein Pferd jene Form von Beziehung akzeptieren. Nicht aber Heraldo. Ein hochsensibles und starkes Pferd wie er lauert immer auf seine Lücke. Wenn Menschen nicht ihren authentischen Lebensweg gehen, dann nützt bei ihnen die Methode, die bei einem anderen sicher greift, gar nichts. Das Gegenteil ist der Fall. Es fliegt ihm zuweilen um die Ohren. Hier darf sich der Mensch seiner unbewussten Gefühle und Bedürfnisse einer zu mütterlichen oder weiblichen Zuwendung dem Pferd gegenüber klar werden und die Ursachen ergründen. Im Pferd entsteht dadurch eine Zuneigungssucht, die bedrohlich wird, die wiederum durch Training und künstliches Dominanzgehabe und Unterdrückungsmethoden Kontrolle über das Pferd erreichen soll. Das Pferd fühlt dann in sich einen großen Widerspruch, mit dem es nicht mehr zurechtkommt. Unruhe und Angst und Unberechenbarkeit ist die Folge. Diese fatale Mischung treffe ich heutzutage immer häufiger an. Ist es gar ein Spiegel menschlicher Strategien, die ebenfalls aus einer Not heraus entstanden sind und unsere Entwicklung in sämtlichen Bereichen zeigt? Das dürfen Sie für sich selbst herausfinden. Heute bestehen immer mehr Bindungen, die auf Mängel und Erwartungen basieren und eine scheinbare Sicherheit für beide suggerieren. Darunter liegen aber unterdrückte Ängste des Verlassenwerdens oder die Sucht danach, angenommen zu werden, um permanent Bestätigung zu erhalten. In vielen schlummert also dieses weggedrückte Bedürfnis nach einer verlässlichen und vertrauensvollen Beziehung. Und manchen ist jedes Mittel recht, um irgendeine Form von Bindung zu erhalten. Die Menschen schildern mir häufig, dass sie eine Verbindung suchen, die sie nur vermuten, in einem Pferd finden zu können. Und auch ich kann Ihnen bestätigen, dass ein Pferd zu höchster Verbundenheit fähig ist. Für Pferde wird diese Bindungssucht der Menschen aber immer mehr zum Seelenkiller. Schon weil nicht jeder Suchende dazu bereit ist, sich intensiv in erster Instanz mit den Bedürfnissen eines Pferdes auseinanderzusetzen und sich gleichzeitig auch um seine Selbstliebe kümmert. Pferde wie Heraldo kennen sich dann selbst nicht mehr aus, im Training brav, funktional und gehorsam zu sein und menschliche Erwartungen zu erfüllen und im Stall immer mehr überschüttet werden von emotionaler Zuneigung und zu vielen Kuschel- und Streicheleinheiten. Daher ist mir in der Salio School die Aufklärung an dieser Stelle wichtiger geworden als alles andere. Vielleicht verstehen auch Sie Ihr Pferd jetzt besser, wenn es Zuneigung und respektloses Verhalten gleichermaßen anzeigt. Ist Ihr Pferd abgestumpft, dann sind Sie lange schon über das Ziel der Sensibilität Ihres Pferdes und Ihrer eigenen Sensibilität hinausgeschossen. Wir können aber jeden Tag wählen, ob wir zurückgehen zu unserem Wesenskern. Ich selbst fasse solche Pferde wie Heraldo dann bis zu 8 Wochen gar nicht an. Dies oder eben auch das Halfter auflegen stuft das Pferd sofort wieder als möglichen Beginn zu neuem Zwang und Übergriffigkeit ein. Nur freie Gespräche in Form von bewusster und klarer Kommunikation mit kleinsten Angeboten in der Körpersprache und akustischen Signalen, tägliches Versorgen mit Heu und emotionale Distanz bringen das Pferd dann wieder langsam zu sich zurück und lassen ihn den eigenen Mut wieder in sich selbst finden und spüren. Durch dieses Nichts am Pferd tun, aber dennoch immer vorbildliches Verhalten, Kommunikation und Führung anbieten, bekommt das Pferd eine Art Reset. Und das Vertrauen zum Menschen kann nochmal ganz neu angelegt werden. Das ist für mich eine Basis für Sicherheit und der Beginn einer ehrlichen Beziehung. Das Pferd selbst entscheidet und signalisiert in diesem Prozess, wann es neugierig oder bereit ist für den nächsten Schritt. Auch ich kann davon sehr viel profitieren, um zu sehen, wo ich mich noch weiterentwickeln darf.
dass Heraldo mich nicht auf eine Seite lassen möchte, zeigt, wie sehr er seinen Körper abwenden und vor dem Menschen schützen muss. Die Erinnerungen an unfreiwillige Trainingsmethoden lässt ihn jetzt durch die Freiheit darüber sprechen. Hier unterscheidet das Pferd noch nicht, dass ich ihm das nicht angetan habe. Ich muss ihn mit neuen Reaktionen ganz neu überzeugen. Heraldo macht sich seine Ausweichmöglichkeit zunutze und das ist gut und heilsam für ihn. Dass ich nebenbei nichts erzwinge und einfach durch meine ruhigen Positionswechsel in der Kommunikation friedliche Absichten signalisiere, nimmt er gut an und ist bald schon bereit, mir den Zugang zu seiner verletzlichen Seite zu gewähren. Für mich sind solche Momente das größte Geschenk, dass mir ein Pferd wieder vertraut, das einst den Glauben verloren hat. Es sieht mich dann an, als würde es sagen, hey, was bist du denn für ein Mensch? Ich verstehe dich ja und ich brauche gar keine Angst mehr zu haben. Nur auf diesem Weg möchte ich Freundschaft und Beziehung gewinnen und erhalten. Heraldo ist hier gerade mal 2 Monate bei mir und obwohl ich nur circa 5-mal 5 bis 15 Minuten am Reitplatz aktiv seine Probleme besprochen habe, hat er das Wegstürmen erstmal aufgegeben. Natürlich ist er noch nicht sicher und beständig. Zu tief sind seine Wunden. Wir müssen noch vieles aus seiner Vergangenheit besprechen und neu anlegen. Er wird aber sicher werden. Wenn auch Sie die Pferdesprache erkennen, verstehen und kommunizieren lernen wollen, Ihnen dieser sanfte und ehrliche Weg mit G-Horsing gefällt, dann führe ich Sie gerne in meinen Webinaren in über 30 Stunden Videomaterial mit den unterschiedlichsten Pferden Schritt für Schritt in alle Zusammenhänge ein, die Sie wissen müssen, um mit allen Pferden friedlichste Beziehungen eingehen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Alexandra König.